Hey ihr Lieben, heute geht es bei mir um das Thema Tierquälerei. Das ist ein sehr ernstes Thema für mich und ein sehr wichtiges, das mal anzusprechen, weil ich ein Herz für Tiere habe und ich bin aus dem Grund auch Vegetarier. Viele wissen ja nicht, dass es den Tieren im Zirkus gar nicht so gut geht. Diese bunte, schöne Pracht, die verschleiert einfach nur die grausame Wahrheit, dass die Tiere im Zirkus geschlagen werden, dass sie nicht artgerecht gehalten werden, dass sie halt in engen Käfigen auch immer den ganzen Tag sind und sie werden gezwungen, diese Kunststücke zu machen, die die Leute Unterhaltung nennen. Und wenn sie die Kunststücke nicht machen wollen, dann werden sie halt geschlagen. Und ich werde immer ziemlich traurig, wenn ich Bilder zu dem Thema in der Zeitung oder im Internet sehe und ich kriege einfach total Aggressionen auf solche Menschen, die Tiere so schlecht behandeln. Das kann man gar nicht beschreiben. Und ich möchte euch das einfach nochmal sagen, dass Zirkus Tierquälerei ist und ihr solltet da nicht hingehen. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass kein Tiger freiwillig durch einen brennenden Reifen springt und dass auch die anderen Tiere das vielleicht nicht immer so spaßig finden. Und ich muss euch wirklich sagen, Zirkus ist Tierquälerei. Geht am besten nie wieder in irgendeinen Zirkus, auch nicht in den Zoo, das ist genauso schlimm. Und wenn ihr Kinder habt, dann müsst ihr auch ein gutes Vorbild für eure Kinder sein. Und denen das von Anfang an erklären, auch den Kleinen, dass es den Tieren einfach nicht gut geht. Man kann das kindgerecht. Darum fordern wir als erstes eine Abschaffung, das heißt ersatzlose Streichung der Paragraphen 173 bis 176. Legalisierung aller zärtlichen sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, die gewaltfrei sind und auf freier Vereinbarung berufen. Drittens fordern wir die Abschaffung der Schulpflicht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Schweizer Bundesrat will den Inzest legalisieren. Der Schweizer Bundesrat will den Inzest legalisieren. Das meldet die Hauptnachrichtensendung des Schweizer Fernsehens. Danach solle der entsprechende Paragraph 213 des Schweizer Straf... Lion King foi um homem homossexual que já morreu de AIDS. AIDS em Nova York se chamou John Smith. Ele que criou, segundo o filme, o leão que caminha afeminado. Onde é que você viu um leão afeminado? A música do Lion King é da nova era de Shirley MacLaine. Por isso as crianças ficam vidradas, porque a música é uma música do inferno. É uma música dedicada ao demônio. E se você para o vídeo de Lion King, o Rei Leão, o Leão Rei, em slow motion, quando ele pega com as patas no chão e as partículas do pó, que se levantam no meio da televisão, forma a palavra sex. S-I-X, sexo. E você ainda crê que Disney é entretenimento familiar? Do you really believe that? Você crê que a Disney é para crianças? E vou apresentar isso, você nunca viu na sua vida. É a reportagem do Dr. James Dobson, num programa chamado Focus on the Family, Enfoque a Família. Os livros dele estão traduzidos em português. Está Mickey Mouse apresentando o último vídeo da Disney. Sabe que você quer saber o nome? Growing Up Gay. Growing Up Gay. Growing Up Gay. Crescendo homossexual. Agora a Disney criou dois Mickey Mouse homossexuais e duas Minnie Mouse lésbicas. Homossexuais e duas Minnie Mouse lésbicas. Homossexuais e duas Minnie Mouse lésbicas. Aqui nesse vídeo de Growing Up Gay, o porta-voz da Disney convida a todos os adolescentes homens a explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade. Isso é Disney. Michael Eisner, o dono da Disney, de 60% das ações que ele tem, ele deixou a sua mulher em Burbank, perto da minha casa na Califórnia, e se casou com um homem homossexual 3 meses atrás no Disney World Orlando, Florida. Eu vou lhe dar um conselho nessa noite em nome de Jesus. Você não sabe o que é Disney. É um império satânico. É um império satânico. É um império satânico.
feito com uma assombrosa precisão para destruir a tua casa e para destruir os teus filhos. E vou lhe dar um conselho nessa noite. Destrua esses vídeos e salve a sua casa da maldição do dia de amanhã. Da leider gesamtschweizerisch immer noch sehr viel Hund und Katze gegessen wird, habe ich die Schirmherrschaft übernommen von der Aktion Kulturschand und bitte Sie, die Petition zu unterschreiben, dass man endlich mal kann unser Gesetz, wo echt eine Kulturschand ist, kann kippen. Und dazu brauchen wir den Druck vom Ausland, weil in der Schweiz selber geht nichts. Wir haben nicht ein Tierschutzgesetz, sondern das weltbeste Tierquälerschutzgesetz und das wissen die meisten Leute nicht. Also ich habe zum Beispiel einen Fall in der Innerschweiz. Dort hat mir der Hundefresser ganz klar gesagt, dass sie, wenn sie keine Pistole haben, den Hund mit einem Knüppel zu Tod schlagen. Und das ist sicher kein Einzelfall in der Schweiz. Und außerdem, es gibt keine humane Tötung, ob jetzt verschissen sind oder mit dem Knüppel tot. Aber mit dem Knüppel zu tot schlagen, ist besonders noch tierquälerisch. Aber unsere Behörden finden das halt nicht nötig, diesen Sachen nachzugehen. Wie gesagt, wir haben das weltbeste Tierquälerschutzgesetz. Ich bin sogar noch überzeugt, dass da die vielen kleinen ländlichen Tierschutzorganisationen, dass es dort noch selber noch Hunde und Katzenfresser darunter hat. Auf jeden Fall weiss ich ganz bestimmt, dass Tierversuchsbefürworter in diesen Vereinen einsitzen. Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Im 5. Buch Moses, Kapitel 13, folgende: Lässt Gott verkünden, dass er die Menschen prüfen wird, ob sie ihn lieben. Und er spricht das auserwählte Volk, die Juden, an, und kündigt an, dass sie geprüft werden, ob sie Gott lieben. Und dabei geht es um ein Kriterium: Wenn auch Propheten kommen werden, die Wunder vollbringen oder dessen Wort sich sogar erfüllt, die aber dann sagen, komm, lasst uns andere Götter folgen, dann sollen die Juden so einem nicht folgen, der ihnen andere Götter predigt. Betonung liegt auf Götter. Warum? Das ist ganz einfach. Das erste Gebot besagt, es gibt nur einen Gott. Das heißt, alleine nur das Wort Götter ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Nun kündigt Gott an im 5. Buch Moses, Kapitel 13, dass er prüfen wird. Wir Muslime wissen,
dass es bei dieser Prüfung immer darum geht, uns selber fortzuführen, was in unserem Herzen ist. Das heißt, die Taten beweisen tatsächlich, was in unserem Herzen ist. Viele Menschen sagen, ich bin ein guter Mensch. Und wenn sie plötzlich in eine Situation kommen, wo sie ausrasten und ungerecht werden, dann kann es schon sein, dass sie später sagen, ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Ich war total außer Rand und Band. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so knallhart durchziehe. Ich hätte nie gedacht, dass ich so kaltblütig bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich so fies sein kann. Die Sprüche kennt jeder. Der Mensch täuscht sich und glaubt, sich selber zu kennen, aber nur durch die Handlung und durch die Tat wissen wir wirklich, wer wir sind. Und Gott stellt uns diese Prüfungen, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist, und wir Zeuge darüber werden. Deswegen beten die Christen, aber denken darüber nicht nach. Führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Adam und Eva, sie wurden in Versuchung geführt. Aber warum? Weil ihnen wurde zuvor ein Gesetz mitgeteilt. Ihnen wurde gesagt, von diesem Baum dürfen sie nicht essen. Ihnen gehöre der ganze Garten. Und von allen Bäumen in dem Garten können sie sich ernähren. Aber nur nicht von diesem Baum. Das ist das Gesetz. Und ihnen wird das mitgeteilt. Und sie haben sich daran gehalten. Sie haben nicht von diesem Baum gegessen. Was aber geschah dann? Der Teufel führte sie in Versuchung. Durch Versprechen. Das Versprechen lautet, wenn du von diesem Baum isst, dann geschieht etwas Besonderes. Weisheit. Etwas Wunderschönes. Die Versuchung ist, diesen Versprechen zu erliegen und den versprochenen Gehorsam zu dem erteilten Gesetz gegenüber Gott zu verlassen. Das ist die Versuchung, zu prüfen. Adam und Eva hätten diese Prüfung bestehen können, wenn sie dem Teufel gesagt hätten, nein, nein, egal was du uns versprichst, wir dürfen nicht von diesem Baum essen. Wir gehorchen und wir vertrauen auf Gott. Was er uns gegeben hat, ist besser. Und er weiß es besser als dein leeres Versprechen. So hätte eine Antwort aussehen können. Aber wir alle Menschen wissen, dass wir alle der Versuchung nicht widerstehen können. Deswegen, die Christen beten, führe uns nicht in Versuchung, weil die Versuchung ist etwas, was der Mensch nicht widerstehen kann. Es sei denn, er kehrt sich zu Gott und bittet Gott um Rechtleitung und um Führung. Das heißt, Kraft des Gebetes, erbitten wir uns die Führung und wir erbitten uns, dass er uns nicht in Versuchung führen möge, weil wir diese erliegen. Und was geschieht dann? Wir sündigen. Wir kommen zurück auf 5. Buch Moses Kapitel 13. Gott